Die Menschheit tritt in ein neues Zeitalter der Raumfahrt ein. Noch in diesem Jahrzehnt werden Astronauten auf den Mond zurückkehren. Und Wissenschaftler und Visionäre sagen, bald werden Menschen zum ersten Mal einen fremden Planeten betreten, den Mars. In den 60er und 70er Jahren waren wir auf dem Mond. Heute reden alle über Flüge zum Mars. Warum ist das so? Nun, das ist eigentlich ganz einfach, denn der Mars hat eine feste Oberfläche und deswegen können wir drauf rumlaufen. Und viel wichtiger noch, er hat für den Menschen einigermaßen erträgliche Temperaturen. Und genau das ist der Grund, warum der Mars vor vielen Milliarden Jahren vielleicht hat Leben entwickeln können. Wir brauchen also nur hinfliegen und nachschauen. Und wir kennen die Technologien dafür. Und das bedeutet, der Mars liegt in machbarer Reichweite. 30. Juli 2020. Eine Atlas V-Trägerrakete startet vom Kennedy Space Center in Florida. Eine Stunde später trennt sich das Raumschiff von der Raketenoberstufe und nimmt Kurs auf den Mars. An Bord der Rover Perseverance. Es ist die bisher ehrgeizigste Mission der NASA zum roten Planeten. Der Mars ist sehr spannend, weil der Mars ein relativ großer Planet ist. Der Mars hatte in seiner Vergangenheit eine Situation, was Atmosphäre, was Temperatur und so weiter anbelangt, durchaus ähnlich zur Erde. Aber wir sehen eben heute keine Marsmenschen dort oben rumlaufen. Also gab es dort Leben oder gab es kein Leben? Rund 40 erfolgreiche Missionen hat die NASA schon zum Mars geschickt, darunter 4 Rover. Curiosity funkte diese spektakulären Landschaftsbilder zur Erde. Alle bisherigen Sonden und Mars-Rover haben jedoch nur eine kalte, leblose Wüstenwelt vorgefunden. Die Atmosphäre des Planeten ist dünn. Sie hat gerade 1% der Dichte der Erdatmosphäre. Und sie besteht zu 95% aus CO2. Kosmische Strahlung, 30.000 Mal stärker als auf der Erde, prasselt auf die Oberfläche ein. Und es ist kalt. Man muss sich den Mars wie eine polare Wüste vorstellen, sage ich immer. Es ist wahnsinnig kalt, wahnsinnig trocken. Es gibt keine Luft zu atmen. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei minus 60 Grad Celsius. Tiefste Temperaturen minus 133 Grad Celsius. Es kann aber auch mal im Sommer am Äquator an die 20 Grad plus haben. Aber es ist sehr ungemütlich auf dem Mars. Bisher hat keine der Mars-Missionen Hinweise auf Leben gefunden. Genau das ist nun das Ziel von Perseverance. Das sechsrädrige Roboterfahrzeug ist etwa so groß wie ein Kleinwagen und hat extrem sensible Instrumente an Bord. Dazu gehören 19 Kameras, Bodenradar, verschiedene Analysegeräte, Röntgendetektoren und auch 2 Mikrofone. Damit soll der Rover Spuren uralter Lebensformen finden, wenn es sie einmal gegeben hat. Möglich ist es tatsächlich, weil es eben genau zu derselben Zeit, nämlich vor 3,7 Milliarden Jahren, als das Leben auf der Erde entstanden ist, diese, sagen wir heute, habitablen, also lebensfreundlichen Bedingungen geherrscht haben. Wir haben viele Untersuchungen im Labor gemacht, die zeigen, dass tatsächlich Mikroorganismen auf dem Mars hätten entstehen können und auch überleben können. Wir werden es herausfinden mit den Missionen, die wir jetzt dahin schicken. Rund 470 Millionen Kilometer legt das Raumschiff mit dem Rover in mehr als 200 Tagen bis zum Mars zurück. Und das ist der unproblematische Teil der Reise. Das Landemanöver ist die eigentliche Herausforderung.
Als 7 Minuten Terror beschreiben die NASA-Ingenieure diese kritische Phase. Die Sonde mit dem Rover trifft mit rund 20.000 Kilometern pro Stunde auf die Marsatmosphäre, die sie stark abbremst. Zum ersten Mal veröffentlicht die NASA nicht nur eine Animation der Landung, sondern echte Videoaufnahmen. Darauf ist zu sehen, wie das Landemodul auf die Marsoberfläche zurast. Bei 1500 km/h entfaltet sich der Bremsfallschirm. Wegen der dünnen Atmosphäre kann er den Sturz der Sonde aber nicht ausreichend abbremsen. In etwa 1,6 Kilometer Höhe wird die eigentliche Landeeinheit mit dem Rover abgesprengt. Die Bremsraketen zünden. Immer langsamer sinkt die Landeeinheit ab. In etwa 20 Meter Höhe lässt der Sky Crane den Rover auf die Marsoberfläche herunter. Touchdown. Kurz darauf sendet Perseverance diese ersten Bilder von der Oberfläche des Mars. Und erstmals schickt ein Rover auch eine Tonaufnahme von einem fremden Planeten auf die Erde. So klingt der Wind auf dem Mars. Jetzt beginnt die eigentliche Mission, die Suche nach Spuren von Leben. Der Mars ist etwas mehr als halb so groß wie die Erde. Wo sucht Perseverance nach diesen Spuren? Wir suchen vor allem da, wo es mal flüssiges Wasser gegeben hat, wo wir definitiv Beweise dafür haben, dass da flüssiges Wasser war und vor allem, dass das Wasser da für eine sehr lange Zeit war. Bestes Beispiel dafür sind ehemalige Seen auf dem Mars. Und ein See erkennen wir immer daran, das ist zum Beispiel eine Senke wie ein Einschlagskrater, davon gibt es ja viele. Darin fließt oder mündet ein ehemaliges Flussteil und vor allem hat sich dort an der Mündung ein Delta gebildet. Wo flüssiges Wasser ist, ist auch Leben. Zumindest auf der Erde. Wasser ist ein sehr gutes Lösungsmittel. Darin können sich Moleküle vermischen und biologische Verbindungen bilden. Und Wasser gab es auch auf dem Mars. Wir haben mittlerweile herausgefunden, dass der Mars nicht immer so kalt und trocken war. Es gab lange Zeit eine Theorie, dass er auch mal warm und feucht war. Mittlerweile glauben wir eher oder wissen wir eher, dass er eher kühl und feucht war. Das heißt, die Temperaturen waren so um den Gefrierpunkt, möchte ich sagen. Manchmal darunter, manchmal etwas darüber. Und es gab flüssiges Wasser. Und es gab eine Atmosphäre, die dicht genug war, das Wasser in flüssiger Form auf der Marsoberfläche zu halten. Wissenschaftler vermuten, dass mindestens 1 Milliarde Jahre lang ein Fünftel der Marsoberfläche von Wasser bedeckt war. Das ist eine Fläche 80 Mal so groß wie Deutschland. Perseverance kann eine so große Fläche nicht absuchen. Wo sind die Chancen, Spuren von Leben zu finden, am größten? Hinweise liefert der Mars Reconnaissance Orbiter. Der Satellit umkreist den Mars in 300 Kilometer Höhe. Auf seinen Aufnahmen sind frühere Seen und Flüsse gut zu sehen. Die Entscheidung der NASA fällt auf ein ehemaliges Flussdelta in der Nähe des Mars-Äquators. Man hat im Bereich dieses Deltas sehr, sehr viele Ablagerungen gefunden, die hochinteressant sind. Ja, dazu gehören Tonminerale, dazu gehören Salze. Also alles, was eigentlich schon sehr nahe an den Punkt kommt, dass man sagt, wenn Leben entstanden ist, dann in dieser Umgebung. Vor etwa 4 Milliarden Jahren. Auf dem Mars gibt es Ozeane, Flüsse und Seen. Eines Tages schlägt ein Asteroid ein und hinterlässt einen Krater mit 45 Kilometern Durchmesser, den Jezero-Krater. Zwei Flüsse füllen den Krater mit Wasser. Ein See fast so groß wie der Bodensee entsteht. Erst Millionen Jahre später trocknet der See aus. Die Flussdeltas im ehemaligen Uferbereich sind heute noch deutlich zu sehen. Mit den leistungsstarken Messgeräten des Mars Reconnaissance Orbiters untersuchen NASA-Forscher das Kratergestein. Der Kraterrand besteht aus verschiedenen Arten von Carbonatgestein. Auf der Erde gibt es solche Carbonate am Grund von Seen und Ozeanen, wo sich Reste mikroskopisch kleiner Tiere abgelagert haben. Diese Stelle ist ideal für die Suche nach Spuren von Leben auf dem Mars. Aber wie könnten solche Spuren aussehen? Vielleicht so wie auf unserer Erde. Hier bilden sich vor 3,8 Milliarden Jahren in den Ozeanen aus einfachen chemischen Verbindungen komplexe Biomoleküle. Die ersten Einzeller entstehen.
Am Grund von Seen und Ozeanen sammeln sich Mikroben zu sogenannten mikrobiellen Matten, die mit der Zeit versteinern. Auf dem Stein entsteht eine neue Schicht Mikroben. Im Laufe von Jahrtausenden bilden sich sogenannte Stromatolithen. Sie gehören zu den ältesten Fossilien auf der Erde. So etwas könnte es auch auf dem Mars geben. Wenn wir davon ausgehen, dass wir ehemals vorhandenes Leben finden, dann sind das sogenannte Mikrofossilien. Also Sedimentgestein, bestimmte Ablagerungen, wie zum Beispiel auf der Erde gibt es zum Beispiel durch Cyanobakterien entstandene Stromatolithen. Das ist heute auch eine Art Gestein, die aber eindeutig durch das Vorhandensein von diesen Bakterien entstanden sind. Und so eine Art von Sedimenten untersuchen wir oder hoffen wir zu finden auf dem Mars. Und die deuten dann darauf hin, dass es damals Leben gab. Auf seiner Suche bekommt Perseverance Unterstützung aus der Luft. Er hat eine Helikopterdrohne an Bord. Sie heißt Ingenuity. Noch nie zuvor ist eine Drohne auf einem fremden Planeten geflogen. Mit einem Helikopter auf dem Mars abzuheben ist alles andere als einfach. Denn die Luft ist hier so dünn wie die auf der Erde in 32 Kilometer Höhe. Er wird in einem kleinen Umkreis um den Rover, das sind wenige Meter, kreisen und das Ganze aus der Nähe von oben betrachten, was wir bislang noch nicht konnten, und uns sagen, ob wir vielleicht später noch mehr Instrumente dahin schicken können, mit denen wir da fliegen können, was besonders wichtig ist, um Stellen zu erreichen, die man sonst nicht erreichen könnte, wie zum Beispiel in eine Marshöhle einzudringen und da nach Leben oder vielleicht sogar nach Wasser und solchen Sachen zu suchen. Ingenuity hat außer Kameras keine Instrumente an Bord. Die Drohne ist selbst das Experiment. Sie untersucht, wie gut das Fliegen in der Marsatmosphäre funktioniert. Außerdem vergrößert sie den Bewegungsradius des Rovers. Das Fahren mit so einem Rover ist nicht so einfach. Sie sind zwar so 1,50 Meter über der Oberfläche mit ihrer Kamera, aber wenn sie irgendwo nur eine kleine Bodenwelle haben, wissen sie schon nicht mehr, was dahinter ist. Müssen sie hinfahren, müssen gucken, und wenn sie dort nicht weiterkommen, dann müssen sie an eine andere Stelle fahren, und das ist sehr mühselig. Und diese kleine Drohne, die kann jetzt starten, die kann fliegen, die kann hinter diese Bodenwellen gucken und die kann dann sagen, okay, dort macht es keinen Sinn, fahren wir lieber nach links. Und damit natürlich die Wegstrecke verlängern und auch natürlich den Weg zu den interessanten Gebieten einfacher finden. Es wäre eine Sensation, wenn Perseverance Bilder solcher Versteinerungen wie hier in Australien vom Mars zur Erde funken würde. Leider ist es unwahrscheinlich, dass solche versteinerten Mikroben über hunderte Millionen Jahre auf der Marsoberfläche überdauert haben. Wahrscheinlich sind sie durch die Strahlung längst zu Staub zerfallen. Womöglich sind alle sichtbaren Hinweise auf Leben zerstört. Trotzdem könnte der Rover sie finden. Mit dem Röntgenspektrometer Pixel kann er kleinste chemische Veränderungen im Marsgestein messen und nach sogenannten Biosignaturen suchen. Das sind bestimmte chemische Verbindungen, die nur durch biologische Prozesse entstehen. Es wäre der erste direkte Hinweis auf Leben außerhalb unserer Erde. Leben auf dem Mars, wie wahrscheinlich ist das eigentlich? Nun, vor 3,5 Milliarden Jahren waren die Bedingungen dafür perfekt. Wir wissen, dass der Mars damals langfristig weit über 0 Grad Celsius lag. Und wir wissen auch, dass er damals einen riesigen Ozean hatte. Und wir haben einen Meteoriten, von dem wir wissen, dass er vom Mars kommt. Und die NASA hat vor vielen Jahren diesen Meteoriten untersucht und glaubte, Mikroorganismen darin gefunden zu haben. Und daraus hat sie dann eine riesen Pressekonferenz gemacht. Wie sich allerdings später herausstellte, waren das keine Mikroorganismen. Es war reine Geologie. Also, wir haben bis heute keinen Hinweis für Leben auf dem Mars. Aber selbst wenn wir primitives Leben auf dem Mars nachweisen könnten, dann heißt das noch lange nicht, dass es dort draußen in unserer Milchstraße irgendwo anderes intelligentes Leben geben könnte. Es wäre nur wahrscheinlicher. Perseverance könnte uns die Antwort auf diese Frage liefern. Und zwar buchstäblich quasi an unserer Haustür. In Form von Proben des Marsgesteins. Mit einem Bohrer an seinem Arm nimmt der Rover die Proben, dann verpackt er sie in spezielle Röhrchen.
Anschließend deponiert er die Proben an bestimmten Stellen auf der Marsoberfläche. Und dann soll ein europäischer Rover kommen, der findet diese kleinen Proben, sammelt sie alle ein, packt sie in einen größeren Container, bringt sie zu einem kleinen Startplatz, wo eine amerikanische Rakete wartet, eine kleine Rakete, wird in diese Rakete gepackt, wird in die Mars-Umlaufbahn gebracht. Dort lässt diese Rakete diesen Container frei fliegen um den Mars, ohne etwas, nur der Container. Und dann soll wieder eine europäische Mission kommen, die sucht diesen Container, findet ihn, fängt ihn und bringt ihn zurück zur Erde. Dank dieser Kooperation der Europäischen Raumfahrtagentur ESA und der NASA gäbe es dann tatsächlich Marsgestein bei uns auf der Erde, vielleicht mit Hinweisen auf vergangenes Leben. Allerdings wird das noch mindestens bis 2031 dauern, wenn alles klappt. Wenn wir rausfinden würden, dass es Leben auf dem Mars gab, dann wissen wir nicht nur, wir sind nicht allein, sondern wir können mit Sicherheit sagen, außerhalb der Erde kann Leben, so wie wir uns das vorstellen, entstehen. Das heißt, wir können dann weitersuchen. Das wäre schon eine ziemliche Sensation. Das würde schon mal bedeuten, dass wir nicht mehr einzigartig sind, dass das nicht nur auf der Erde passiert ist, sondern dass das überall passieren kann, wo die Bedingungen wirklich diese Prozesse zulassen. Jetzt ist natürlich die zweite Frage, wie schaut dieses Leben aus? Schaut, ist das vergleichbar mit dem, was wir auf der Erde als frühes Leben, das heißt also die ersten Blaualgen, Einzeller und so weiter, oder ist es komplett anders? Aber wenn es auf dem Mars einst Leben gab, könnte es dann auch sein, dass es sich bis heute dort gehalten hat? Auf der Erde gibt es Leben nur dort, wo Wasser ist. Der Mars ist an der Oberfläche staubtrocken. Bei dem geringen Luftdruck würde Wasser hier innerhalb von Sekunden verdampfen. Aber unter der Oberfläche könnte es noch Wasser geben. Wissenschaftler haben Hinweise auf mehrere Seen gefunden, die tief unter der Südpolkappe des Mars liegen. Radarwellen der ESA-Sonde Mars Express durchdringen das 1,5 Kilometer dicke Eis. Die Messungen zeigen, dass darunter Wasser ist. Es muss extrem salzig sein. Denn es ist flüssig, trotz geschätzter Temperaturen von minus 68 Grad. Die hohe Salzkonzentration senkt den Gefrierpunkt des Wassers ab. Forscher schließen nicht aus, dass in solchen Wasserreservoirs auf dem Mars bis heute Leben existiert. Es gibt natürlich viele Wissenschaftler, die daran glauben, dass Leben auf dem Mars noch existiert. Es kann allerdings nicht auf der Oberfläche sein, denn die Oberfläche vom Mars ist sehr, sehr lebensfeindlich. Das heißt, wir müssen in den Untergrund bohren. Und es ist durchaus möglich, dass es hydrothermale Quellen gibt auf dem Mars und dass es also wirklich noch Lebensformen gibt. Dies sind geothermale Quellen im Yellowstone-Nationalpark in den USA. Das Wasser hier kocht fast und es ist sauer wie Zitronensaft. Trotzdem gibt es in diesen Quellen Leben, sogenannte extremophile Organismen. Die Extremophile haben uns gezeigt, dass es auch auf der Erde Leben gibt in Regionen, wo man es früher für unmöglich gehalten hat. Also zum Beispiel im Eis der Pole, in den Black Smokers, am Ozeanboden unter Radioaktivität, in Salzseen. Das heißt, dass der Bereich, in dem Leben existieren kann, ist viel, viel größer, als man es früher dachte. Auch die Europäische Weltraumagentur ESA sucht nach Leben auf dem Mars. Im Jahr 2016 war der Schiaparelli-Lander abgestürzt, aber sein Mutterschiff kreist weiter in der Umlaufbahn und untersucht die Mars-Atmosphäre. Und neben Perseverance soll bald auch ein europäischer Rover über die Marsoberfläche rollen. Rosalind Franklin kann bis zu 2 Meter tief bohren und soll dort nach Spuren von Leben suchen. Das Gute ist, wir stimmen mittlerweile die Programmprofile dieser Missionen untereinander ab. Also ExoMars macht andere Dinge als der amerikanische Rover. Wir gucken halt ganz gezielt 2 Meter tief in die Oberfläche, um zu sehen, ob es da so etwas wie Leben gibt. Das macht der amerikanische Rover nicht. Die Mars-Missionen von NASA und ESA sind ehrgeizig. Vielleicht werden sie uns bald eine Antwort auf eine der faszinierendsten Menschheitsfragen geben. Gibt es Leben jenseits der Erde? Und sie schaffen Grundlagen für den nächsten großen Schritt. Eine bemannte Mission zum Mars.
Werner von Braun, der Vater der Mondmission in den 60er und 70er Jahren, hatte einen großen Traum. Er wollte zum Mars. Der Mond war für ihn eigentlich nur eine Zwischenstation. Zum Mond braucht man nur 2 bis 3 Tage und 2 bis 3 Tage wieder zurück, also fast in der Woche. Aber Mars ist eine ganz andere Hausnummer. Und um das zu verstehen, muss ich die Situation kurz erklären. Im Mittelpunkt unseres Sonnensystems steht die Sonne. Hier ist sie. Und weiter innen umkreist die Erde die Sonne. Das ist seine Bahn, der Erde. Und etwas weiter draußen haben wir die Marsbahn. Wenn ich jetzt von der Erde zum Mars fliegen will, dann kann man zeigen, muss das eine sogenannte elliptische Übergangsbahn sein. Das ist die energetisch günstigste Bahn. Jetzt kommt noch was dazu. Wenn ich den Mars hier treffen will, dann muss der Mars beim Losflug von der Erde ungefähr an dieser Stelle stehen. Denn wenn ich hier herüberfliege, fliegt der Mars gleichzeitig auch zu diesem Punkt. So, dann treffe ich den Mars hier. Und jetzt kommt es. Ich möchte natürlich zurück dann auch die Erde treffen. Wenn ich also zurückfliege, brauche ich wieder eine elliptische Übergangsbahn. Und wenn ich losfliege, kann die Erde nicht irgendwo stehen, sondern sie muss ungefähr an dieser Stelle stehen. Das heißt, ich brauche 200 Tage hin. Drunter und drüber geht nicht. Es sind ziemlich genau 200 Tage. 200 Tage zurück und etwa ein Jahr dort oben auf dem Mars, etwas mehr. Insgesamt also 2,5 Jahre brauche ich für eine gesamte Marsmission. Und das kann ich nur alle 2 Jahre machen, weil diese Konstellation zwischen Erde und Mars nur alle 2 Jahre eintritt. Die Raketen für solche Missionen haben wir, sowohl die NASA als auch Elon Musk. Aber das ist nicht das große Problem. Das Problem ist, über 2,5 Jahre die technische Zuverlässigkeit der gesamten Mission sicherzustellen. Und um das zu machen, dafür brauchen wir den Mond. Für uns ist es ein sogenannter Proving Ground, ein Übungsplatz, um zu zeigen, dass wir es können. Aber bevor wir zum Mars aufbrechen, kehren wir zurück auf den Mond. Nach dem Apollo-Programm der 1960er und 70er Jahre hat die NASA ein neues, ehrgeiziges Mondprogramm aufgelegt. Das Artemis-Programm, benannt nach der Zwillingsschwester des griechischen Gottes Apollon. Im Jahr 2024, mehr als 50 Jahre nach dem letzten Mondflug mit Apollo 17, soll wieder ein Mensch seinen Fuß auf den Erdtrabanten setzen. Dieses Mal kommen wir, um zu bleiben. Ab 2028 soll es dort eine permanente Forschungsstation geben. Der Mond ist glücklicherweise wieder im Mittelpunkt von vielen Ländern und vielen Staaten und vielen Raumfahrtaktivitäten. Das war ja nicht immer so. Er war ein Stück weit in Vergessenheit geraten. Da hieß es erst, der Mond, das ist nur ein toter Stein. Aber mittlerweile wissen wir, dass es Wasser auf dem Mond gibt. Wir wissen, dass es Helium-3 auf dem Mond gibt. Der Mond ist viel spannender, als wir denken. Und deshalb gibt es weltweit jetzt eine Bewegung, auch zum Mond zu fliegen. Der Mond ist wissenschaftlich wieder interessant. Und er hat strategische Bedeutung. Das Ziel der Artemis-Missionen ist die Südpolregion. Denn hier gibt es Wassereis. Der Mond ist nicht so trocken, wie lange vermutet. SOFIA, das fliegende Teleskop von NASA und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, entdeckte fein verteilte Wassermoleküle im Mondstaub. Nicht viel, nur etwa 1/3 Liter in einem Kubikmeter Mondregolith. Vielleicht ist es durch kleine Meteoriteneinschläge auf den Mond gelangt, eingeschlossen in winzigen Glasperlen. Wasser ist auch auf dem Mond der entscheidende Rohstoff. Astronauten brauchen es zum Überleben. Und Wasser lässt sich in Wasserstoff und Sauerstoff spalten. Das ergibt Raketentreibstoff. Schon 2023 startet der Aufbau einer neuen Raumstation, die auf einer Mondumlaufbahn kreist. Das Lunar Orbital Platform Gateway wird das Pendant der internationalen Raumstation. Wie die ISS besteht sie aus einzelnen Modulen und ist eine Kooperation verschiedener Nationen und privater Raumfahrtunternehmen. Künftig werden Astronauten über den Lunar Gateway zum Mond reisen.
ist das Lunar Gateway, sozusagen eine Bushaltestelle, die in der Nähe des Mondes fliegt, von der aus man dann gut zum Mond herabsteigen kann, die man so als Zwischenstation benutzen kann. Also das ist ein großes Programm. Und natürlich in der Vorstellung der NASA soll es auch der Schritt sein hin zum Mars. Der Mond wird unser Testgelände, unser Versuchslabor, vielleicht auch unsere Tankstelle und unser Sprungbrett zum Mars. Die NASA präsentiert die neuen Raumanzüge. Mit Artemis soll zum ersten Mal eine Frau den Mond betreten. Die neuen Anzüge bieten wesentlich mehr Bewegungsfreiheit als frühere Modelle. Sie funktionieren unter Temperaturen von minus 150 bis plus 120 Grad. Auch auf späteren Mars-Missionen sollen sie eingesetzt werden. Lebenserhaltungssysteme für die Astronauten, Habitate, die sie vor der tödlichen Strahlung und Kälte schützen, die Gewinnung von Wasser und Sauerstoff und die Produktion von Raketentreibstoff. All das soll auf dem Mond getestet und perfektioniert werden. Unser Mond ist, würde ich mal sagen, so etwas Ähnliches wie ein zusätzlicher Kontinent. Da ist wirklich nah, das ist vor der Haustür. Also hat man bei Apollo gesehen, sie können in 3 Tagen hinfliegen, in 3 Tagen zurückfliegen. Vor 100 Jahren haben sie in 3 Tagen es nicht von England nach Amerika geschafft. Und deshalb bin ich ziemlich sicher, dass der Mond sicher ein Zielobjekt bleiben wird. Das würde vor allem auch den Flug zum Mars deutlich erleichtern, wenn man den quasi als Zwischenstation nimmt. Da muss man erstmal nur zum Mond und dann kann man auf dem Mond das Raumschiff quasi betreten, mit dem man dann letztlich zum Mars fliegt. Da muss man auch die Erdatmosphäre nicht überwinden mit diesem Gefährt, was erst von dort startet. Man könnte diese lange Flugdauer in gewisser Weise unterbrechen. Die Menschheit setzt an zum nächsten großen Sprung. Und wie schon in den 1960er Jahren beginnt die Reise mit Feuer und Rauch. Das A und O für die Flüge zum Mond und Mars ist eine hocheffiziente und dazu zuverlässige Rakete. Denn für jede Tonne, die wir auf den Mond bringen müssen, brauchen wir 100 Tonnen Treibstoff. Und da zählt wirklich jedes Prozent Effizienz. Welche Raketen gibt es denn so? Nun, wir sehen hier in der Mitte zunächst die alte Saturn V-Rakete aus den 60er Jahren. Das sind die beiden neuen Raketen, die zurzeit gerade entwickelt werden. Hier auf der einen Seite Starship von SpaceX, also Elon Musk, und auf der anderen Seite die sogenannte SLS. Und SLS steht für Space Launch System der NASA. Übrigens, die Höhe der Raketen ist ungefähr 120 Meter und damit etwa so groß wie der Kölner Dom. Und jede der Raketen wiegt etwa 3000 Tonnen. Obwohl die Ziele der neuen Rakete gleich sind, ist es doch interessant zu sehen, dass die Entwicklung komplett unterschiedlich war. Das Space Launch System, die größte, leistungsstärkste und teuerste Trägerrakete in der Geschichte der NASA. Je nach Entwicklungsstufe soll sie bis zu 130 Tonnen Nutzlast in eine niedrige Erdumlaufbahn befördern können oder 45 Tonnen auf den Mond. Das SLS wird von Boeing gebaut und setzt auf bewährte Technik. Die Feststoffbooster und auch die Triebwerke der Oberstufe stammen vom Space Shuttle, das in den 70er Jahren entwickelt wurde. Es ist technisch definitiv auf dem Stand der Zeit. Das Space Shuttle Main Engine ist im Endeffekt das effizienteste Triebwerk, das wir in unserer Menschengeschichte erfunden und gebaut haben. Das Problem ist nur, es ist schon sehr teuer. Weil nicht mehr genug Shuttle-Triebwerke für das Artemis-Programm existierten, bestellte die NASA 24 neue, zum Stückpreis von knapp 150 Millionen US-Dollar. Das SLS ist nicht wiederverwendbar. Bei jedem Start gehen 4 dieser Triebwerke verloren. Die Kosten für den Start einer SLS-Rakete werden auf etwa 2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und 20 Milliarden verschlang die Entwicklung des SLS schon vor dem ersten Start. Das ist eine Frage des Risikos. Wenn ich als institutioneller Anbieter etwas machen möchte, dann möchte ich das Risiko gering halten. Ich verbrauche Staatsgelder und ich möchte, dass das zum Schluss 100%ig funktioniert. Wenn ich als Privater an die Sache herangehe, dann würde ich da mehr Risiko erlauben. Und deswegen habe ich die Chance, dass ich das gleiche günstiger erreiche.
Die Raumfahrt radikal günstiger machen. Das ist das Ziel von SpaceX-Gründer Elon Musk und auch von Stefan Brieschenk, Vorstand und Chefentwickler von Rocket Factory Augsburg. Die bayerische Rakete soll nicht bis zum Mars fliegen, sondern Kleinsatelliten preiswert in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen. Das Prinzip? Industrielle Raketenproduktion statt Raketenwissenschaft. Wir versuchen, das industriell anzugehen. Das heißt, wir kommen aus einem industriellen Umfeld. Man kann sich das so vorstellen, wir fangen eher an als Autowerkstatt, die das Ziel hat, eine günstige Rakete zu bauen. Wir fangen nicht an in einem Labor im Rheinraum, wo man sich ausdenkt, was technisch am maximalen machbar und rauszuholen ist. Dementsprechend sieht es hier auch aus. Hightech trifft auf Handarbeit. Komplizierte Bauteile fertigt Rocket Factory selbst. Andere, wie der große Edelstahltank, kommen von Zulieferern, teils aus dem Automobilbereich. Die Triebwerke werden 3D gedruckt. Der Grund ist für die Entwicklung, dass man sehr schnell Sachen verändern kann, Sachen ausprobieren kann. Zum Beispiel, wenn wir merken, dass die Hitze an einem Punkt zu groß ist, können wir im Design die Kühlkreisläufe so verändern, dass dort verstärkt gekühlt wird. Das heißt, ich kann das einprogrammieren, drucken, nachbearbeiten und sofort wieder testen. Für später ist es sehr wichtig, weil wir Sachen reproduzierbar nachbauen können. Sprich, wenn ich dieses Gerät einmal eingerichtet habe, kriege ich jedes Mal dasselbe Ergebnis. Das wird dann wichtig, wenn wir von einer Rakete auf 2 bis zu 20 hochgehen. Das heißt, die Skalierung ist sehr einfach möglich. Man muss einfach mehr 3D-Drucker kaufen, die einmal richtig einstellen und dann kann man Triebwerke wie am Fließband drucken. Massenproduktion, das ist auch das Grundkonzept von SpaceX und Elon Musk. Die neue Riesenrakete, das Starship, soll bis zu 150 Tonnen Nutzlast oder 100 Astronauten ins All bringen. Es soll alle anderen SpaceX-Raketen ersetzen, Satelliten in den Orbit bringen und zur internationalen Raumstation, zum Mond und schließlich zum Mars fliegen. Das Starship besteht aus 2 Stufen. Die erste Stufe namens Super Heavy soll die Rakete mit 31 Raptor-Triebwerken in den Erdorbit bringen. Hier trennt sich die Oberstufe von der ersten Stufe ab, wird, wenn nötig, aufgetankt und bricht dann zu seiner Mission auf. Im August 2020 fliegt der erste Starship-Prototyp 150 Meter hoch und landet anschließend wieder. Nach dem Prinzip Trial and Error entwickelt SpaceX seine Technologie rasant weiter. Risiken und Rückschläge sind dabei eingeplant und es gibt sie. Der 8. Prototyp steigt im Dezember 2020 schon auf über 12 Kilometer. Schnell gewinnt die Rakete an Höhe, geht dann in den Sinkflug, dreht sich wie geplant zum Abbremsen in die Waagrechte und dann zum Aufsetzen wieder in die Senkrechte. Die Landung selbst verläuft allerdings nicht ganz wie geplant. Knapp 2 Monate später dann der nächste Testflug, Rakete Nummer 9 mit ähnlichem Ergebnis. An der Landung müssen wir noch arbeiten, so der lakonische Kommentar von SpaceX. Bei SpaceX nennt man das Sparse Matrix Engineering. Ingenieure treffen Entscheidungen ohne alle Grundlagen und alle drunter geordneten Fragen zu beantworten. Ich würde nicht sagen, dass man aus der Hüfte herausschießt, aber man fällt Entscheidungen schneller, um aggressiver weiterzukommen. Und das liegt einfach im Risiko. Die Ingenieure, die dort arbeiten, die dürfen mehr Risiko nehmen und kommen dadurch schneller ans Ziel. SpaceX schätzt, dass der Start eines Starships 2 Millionen Dollar kosten wird. Das wäre nur ein Tausendstel eines SLS-Starts. Grund? Die industrielle Massenproduktion. Bis zu 1000 Starships will Elon Musk in 10 Jahren bauen. Und das Starship ist komplett wiederverwertbar. Nicht nur das spricht für das Starship-Konzept gegenüber dem SLS. Seine Raptor-Triebwerke laufen mit Sauerstoff und Methan. Beides kann auf dem Mars gewonnen werden, für den Rückweg der Astronauten zur Erde. Damit Menschen auf dem Mars überleben können, braucht es allerdings weit mehr. Wie ist das denn mit den Lebensbedingungen für einen Menschen auf dem Mars? Schauen wir uns zunächst die Atmosphäre an.
Ihr Druck beträgt nur ein Hundertstel von der Erde. Das heißt, man muss ständig einen Druckanzug anhaben. Und wenn man ständig mit dem rumläuft, dann sind die Temperaturen von etwa minus 60 Grad bis plus 20 Grad am Äquator auch kein Problem mehr. Allerdings, wie ist das denn mit den Marsstürmen? Diese berühmten Dinger. Nun, bei dieser dünnen Atmosphäre würde ich eher sagen, das sind so seidene Lüftchen. Ein kleines Problem ist die CO2-Atmosphäre. Denn da oben gibt es keinen Sauerstoff, also braucht man ständig Sauerstoffflaschen auf dem Rücken. Im Prinzip gibt es nur zwei Probleme. Das eine ist das Strahlungsproblem, also die kosmische Strahlung, die ungeschützt auf die Oberfläche eindonnern kann. Um es mal so auszudrücken, ein Mensch auf der Erde hat das Risiko von 20% an Krebs zu erkranken. Wenn man zusätzlich noch 2,5 Jahre auf dem Mars ist, kommen noch mal 20% dazu. Insgesamt also 40%. Das ist relativ viel. Aber das wirklich große Problem ist, man muss den vielen Treibstoff, um vom Mars wieder zurück zur Erde zu fliegen, komplett auf dem Mars produzieren. Künftige Astronauten auf dem Mars brauchen Schutz vor Vakuum, Kälte und Strahlung. Und sie brauchen Luft zum Atmen, genauer Sauerstoff. Den gibt es auf dem Mars, sogar jede Menge. Sauerstoff auf dem Mars gibt es ganz viel. Also der Mars ist ja auch der rote Planet und der Planet ist rot, weil er rostig ist letztendlich, also das Eisenoxid. Das heißt, man hat ganz viel Sauerstoff in der Marskruste oder im Marsgestein. Außerdem gibt es viel Sauerstoff in der Atmosphäre, allerdings nicht als Sauerstoff, als reinen Sauerstoff, sondern gebunden als Kohlendioxid. Wenn man es schafft, entweder das Kohlendioxid zu spalten oder eben den Sauerstoff aus dem Gestein zu gewinnen, weil man zum Beispiel sowieso Eisen abbauen möchte. Das Element Sauerstoff ist auf jeden Fall vorhanden. Die Frage ist eben nur, wie gut kann man das abbauen, wie effizient ist das und wie zuverlässig funktioniert das? Das soll der Perseverance Rover erproben. Dafür hat er Moxie an Bord. Mit Strom spaltet das Gerät das CO2 aus der Marsatmosphäre in Sauerstoff und Kohlenmonoxid. Moxie ist etwa so groß wie eine Autobatterie. Zukünftige Systeme müssten etwa 100-mal so groß sein, um genug Sauerstoff für die Astronauten zum Atmen zu produzieren. Und auch für ihren Rückflug brauchen die Marsreisenden Sauerstoff. Als ein Teil des Raketentreibstoffs. Der andere Teil Wasserstoff oder Methan. Beides könnte ebenfalls auf dem Mars hergestellt werden. Man wird wahrscheinlich, wenn man mal zum Mars fliegt, 3 oder 4 Raumschiffe vorab geschickt haben mit Material, mit Equipment, mit Treibstoff, aber auch mit einer kleinen Fabrik, die Treibstoff synthetisieren kann möglicherweise, damit man dann da wieder wegkommt. Man sollte sich das nicht so vorstellen wie bei der Mondmission. Man fliegt hin, zack, bleibt ein paar Stunden und dann fliegt man wieder zurück. Das wird mit dem Mars nicht so einfach funktionieren. Bis zum nächsten Fenster für den Rückflug müssen die Astronauten mehr als ein Jahr auf dem Mars leben. Möglicherweise in Modulen wie diesem. Christiane Heinicke am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnik und Mikrogravitation ZARM an der Universität Bremen hat es entwickelt. Ein Modul des Projektes Moon and Mars Base Analog, kurz MAMBA, steht in einer Laborhalle des Zentrums. 2 Testwochen haben Wissenschaftler des ZARM schon hier drin gearbeitet. Allerdings ohne die Lebenserhaltungssysteme, die auf dem Mars notwendig wären. Wenn ich auf dem Mars einfach so rausgehen würde auf die Oberfläche, dann würde ich wahlweise ersticken oder ja, einen sehr unschönen Tod sterben. Und dieses Habitat muss eben dafür sorgen, dass ich einmal atmen kann, dass es diesen Druckunterschied standhält. Es muss mich vor der Weltraumstrahlung schützen. Auf dem Mars habe ich eine dünne Atmosphäre, also die filtert schon ein bisschen Strahlung raus, aber eine ganze Menge kommt eben doch noch durch. 6 solcher Module sollen später auf dem Mond und dem Mars zu einem geschlossenen System verbunden werden. Zu einem sogenannten Habitat, einem Lebensraum für die Astronauten. Die einzelnen Module haben dabei unterschiedliche Funktionen und Ausstattungen, als Labor, als Werkstatt oder zum Schlafen. Unser Plan ist, dass dann um das Habitat herum mit dem Mondgestein oder mit dem Marsgestein eine große künstliche Höhle gebaut wird.
ob die jetzt 3D gedruckt wird oder einzelne Blöcke gesindert werden, die dann zusammengebaut werden, oder ob man ganz simpel diesen Staub einfach nur aufschaufelt, das sei mal dahingestellt. Aber man hat eben diese dicke, fette Gesteinsschicht um das Habitat herum, damit das Habitat vor der Weltraumstrahlung geschützt ist. Grundsätzlich gibt es zwei Konzepte für solche Habitate. Feste Metallkonstruktionen wie die Mamba-Module oder aufblasbare Module aus einer Art Gewebe oder Folie. In diesem Konzept der ESA werden solche Module zum Schutz vor der Strahlung in Mondkratern vergraben. Was natürlich den großen Vorteil hat, ich habe ein relativ kleines Transportvolumen, was dann vor Ort aber eben dieses große Raumvolumen bietet. Aber dann eben zu dem Nachteil, dass ich vor Ort alles aufbauen muss. Ich muss dann meine ganzen Gerätschaften vor Ort dort einbringen, da durch den Mondstaub, durch die Schleusen rein, raus. Man spart beim Transport, aber handelt sich dann alle möglichen Probleme später ein. Und deshalb haben wir gesagt, für den Anfang, für die erste Station auf dem Mond oder auch dann später auch auf dem Mars, für die allererste Station ist es so viel einfacher, wenn wir das Habitat mehr oder weniger schon fertig haben als einzelne Module. Wir nehmen das fertige Modul, ist natürlich deutlich schwerer als so ein Inflatable, ist deutlich schwerer und größer. Aber wenn das einmal auf dem Mond steht, dann ist es fertig. Ebenfalls am CERN forscht der Wissenschaftler Cyprien Verceux an Cyanobakterien. Sie sind auch als Blaualgen bekannt und sie könnten eine Schlüsselrolle für das Leben auf dem Mars spielen. Sie wachsen durch Photosynthese, können Sauerstoff erzeugen und Nährstoffe aus Gestein extrahieren. Mit ihrer Hilfe könnten auf dem Mars Sauerstoff, Treibstoff und auch Lebensmittel produziert werden. Dazu brauchen die Cyanobakterien hauptsächlich Gase aus der Marsatmosphäre und Wasser. Sie wachsen praktisch komplett mit Rohstoffen vom Mars. Und sie können Sauerstoff erzeugen, Proteine für die Astronauten und Nährstoffe für andere Organismen wie Pflanzen oder andere Mikroben. Sie könnten die Basis eines winzigen Ökosystems bilden, das fast komplett auf Mars-Rohstoffen basiert und alles produziert, was Astronauten zum Überleben brauchen. Wie gut wachsen Cyanobakterien unter Mars-ähnlichen Bedingungen? Das erforscht Verceux mit diesem selbstentwickelten Versuchsaufbau. In den einzelnen Behältern werden die Bakterien gezüchtet. Druck und Zusammensetzung der Luft sowie die Temperatur sind in jedem anders. Sie unterscheiden sich jeweils nur graduell von den Verhältnissen auf dem Mars. Je Mars-ähnlicher, desto besser. Desto einfacher lässt sich ein entsprechendes System konstruieren. Wenn der Druckunterschied zwischen innen und außen groß ist, muss die Anlage entsprechend stabil und schwer sein. Also testen wir, wie weit wir uns den Mars-Bedingungen annähern können, wenn die Bakterien gut wachsen sollen. Nur von Algen werden sich künftige Mars-Forscher aber wohl nicht ernähren müssen. Einen großen Teil ihres Essens werden sie sich wohl gefriergetrocknet von der Erde mitbringen, so wie die Astronauten auf der ISS. Ich denke, am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass man verschiedene Ansätze miteinander kombiniert. Also, dass man zum Beispiel schon Gefriergetrocknetes hat, aber ich glaube, so ganz um frische Pflanzen anbauen, kommt man nicht drum herum, schon allein, weil man ist in dieser Gesteinswüste. Man möchte auch mal eine Pflanze sehen. Gemüseanbau im Gewächshaus funktioniert, auch wenn draußen die Bedingungen mehr als unwirtlich sind. Das zeigt das Eden ISS Gewächshaus in der Antarktis. Für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt wurde hier ein Jahr lang die Gemüsezucht für Mond- und Mars-Missionen geprobt. Die Ernte? 300 Kilo Salat und Gemüse, dazu Kräuter und sogar Erdbeeren. Und das alles auf nur 13 Quadratmetern Anbaufläche, ohne Erde und Sonnenlicht, dafür elektronisch gesteuert und optimiert. Obwohl das Team der deutschen Antarktisstation Neumayer 3 von der Außenwelt abgeschnitten war, kam immer wieder frisches Gemüse auf den Tisch der Forscher. Das stimmt. Wir könnten Gemüseanbau auf Mars in Treibhäusern machen. Das hat übrigens der Kinofilm Der Marsianer ganz richtig und vor allen Dingen sehr schön anschaulich beschrieben. Also auf die Art und Weise könnte die Menschheit den Mars besiedeln. Man könnte sich natürlich fragen, warum das Ganze? Nun, die Antwort lautet, weil wir es dann könnten.
Und die nächste Frage lautet, wann würde das denn der Fall sein? Nun, das wird sicherlich nicht vor Ende der 40er Jahre, eher 50er, vielleicht sogar 60er Jahre der Fall sein. SpaceX-Gründer und Chefingenieur Elon Musk will die Menschheit retten. Wenn die Erde eines Tages unbewohnbar würde, wegen des Einschlags eines großen Asteroiden, dem Ausbruch eines Supervulkans oder aus anderen Gründen, bräuchten wir ein zweites Standbein auf einem anderen Planeten. Der wesentliche Grund für mich, ein persönliches Vermögen aufzubauen, ist, das zu finanzieren. Meine eigentliche Motivation ist, einen möglichst großen Beitrag dazu leisten zu können, das Leben auf andere Planeten zu bringen. Und zwar auf den Mars. Schon 2050 soll es eine autarke Stadt auf dem roten Planeten geben, wenn es nach Elon Musk geht. Er schätzt, dass dafür 1000 Starship-Raumschiffe nötig sind, die Material und Crew in die neue Heimat der Menschheit bringen. 20 Jahre lang soll der Transport und der Aufbau der Infrastruktur dauern. Von der Treibstofffabrik bis zur Pizzeria. Das Ziel ist, genug Material und Leute auf den Mars zu bringen, um die Mars-Siedlung unabhängig zu machen. Vielleicht 100.000 Tonnen, vielleicht 1 Million Tonnen. Da können wir nicht mit Wegwerfraketen rumkaspern. Die sind ein Witz. Sogar die Saturn V. Kleinkram. Auch deshalb ist das SpaceX Starship nicht nur riesig, sondern auch komplett wiederverwendbar geplant. Durch industrielle Massenproduktion der Raketen sollen die Kosten für einen Flug zum Mars von rund 10 Milliarden Dollar pro Passagier bis auf 140.000 Dollar sinken. Aber ist das wirklich realistisch? Die Vision, zum Mars zu reisen, hat immer Menschen fasziniert. Es braucht Leute, die das vorantreiben und auch die Mittel dafür haben oder mobilisieren können. Sonst kann man so eine Vision nicht realisieren. Früher oder später wird es passieren. Elon Musk ist sicherlich ein Visionär und er hat viel bewirkt. Er hat unglaublich viel bewirkt. Deshalb bewundere ich ihn durchaus. Er ist auch ein toller Geschäftsmann. Er hat tolle Geschäftsmodelle mit der NASA ausgehandelt. Er ist auch immer wieder visionär vorgegangen, hat Dinge gemacht, die wir gar nicht machen könnten. Ich halte Elon Musk für einen sehr großen Showman, der ja auch auf ganz anderen Feldern sein Geld verdient hat, der sicherlich vielleicht als Kind von der Raumfahrt begeistert war und gesagt hat, oh, wenn ich mal groß bin, will ich das auch machen. Aber wenn man sich seine Projekte anguckt, dann muss man ja sagen, was ist denn bisher von den Projekten rausgekommen? Zur internationalen Raumstation, 300 Kilometer über den Erdboden, so weit hat er es bisher geschafft. Und wenn ich mal sehe, was er so alles erzählt hat, wann man da zum Mars will und so weiter und so fort, ich gucke mir das an die nächsten Jahre. Auch wenn tatsächlich in 50 oder 100 Jahren Menschen auf dem Mars siedeln, ist der Mars keine zweite Erde. Aber vielleicht muss er keine lebensfeindliche Wüste bleiben. Mit dem Terraforming könnte man den roten Planeten wieder zu einem blauen Planeten machen und theoretisch die Zeit um 3,5 Milliarden Jahre zurückdrehen. Als erstes müssten wir den Mars aufwärmen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte mit Spiegeln in der Umlaufbahn Sonnenlicht auf die Oberfläche lenken. Elon Musk hat ja vorgeschlagen, Atombomben an den Polen zu zünden, eine etwas extreme Lösung. Man könnte auch Treibhausgase freisetzen. Wenn sich der Planet aufwärmt, fängt das Kohlendioxideis an zu schmelzen und wird zu CO2. Durch den Treibhauseffekt wird noch mehr CO2 freigesetzt und so weiter. Wenn es warm genug ist, kann man zum Beispiel Cyanobakterien ansiedeln, die Photosynthese betreiben und Sauerstoff erzeugen. Es wäre ein sehr langsamer Prozess über mehrere Stufen, aber es würde gehen. Im Laufe der Zeit könnte man schließlich immer mehr und immer anspruchsvollere Pflanzen anbauen, bis irgendwann die Atmosphäre so dicht ist, dass künftige Marsbewohner ohne Druckanzug nach draußen gehen könnten. 500 bis 1000 Jahre würde das dauern, bis sich genug Sauerstoff in der Atmosphäre angereichert hätte, um sie atmen zu können, würde noch mehr Zeit vergehen, wahrscheinlich etwa 1 Million Jahre. Allerdings wäre die mühevoll gewonnene Marsatmosphäre nicht von Dauer, da das schützende Magnetfeld fehlt.
Die Strahlung würde sie nach einigen 100 Millionen Jahren wieder wegwehen, wie vor 3,5 Milliarden Jahren. Terraforming Mars bedeutet, den Mars wieder blau und grün zu machen. Also theoretisch, sagen die Wissenschaftler, kann das durchaus funktionieren. Ob es praktisch wirklich funktioniert, das bleibt jetzt erstmal dahingestellt. Wie sieht denn die Zukunft der bemannten Raumfahrt aus? Nun, keine Frage, wir werden zunächst erstmal zum Mond fliegen, bemannte Mondstation, danach zum Mars, 40er, 50er Jahre, auch permanent. Werden wir dann noch tiefer in das Sonnensystem vordringen? Sicherlich nicht. Warum? Nun, die Temperaturen spielen uns einen Streich. Wenn wir zur Sonne hinfliegen, zur Venus oder zum Merkur, liegen die Temperaturen über 400 Grad. Wenn wir von der Sonne wegfliegen, zu den Gasplaneten, Jupiter und darüber hinaus, da liegen sie unter 200 Grad Celsius minus. Das ist nichts für einen Menschen. Und selbst die Monde sind so kalt. Und das Einzige, was uns dort draußen interessieren könnte, wären die Ozeane unter zwei Monden. Aber das kann man auch unbemannt machen. Was auch immer passieren mag, unser Erdmond wird uns immer als Übungsplatz bleiben. Und da kann man nur sagen, wie schön, dass wir ihn haben. Der Mensch steht vor einem großen Sprung wie Neil Armstrong 1969. Astronautinnen und Astronauten werden zum Mond zurückkehren und dort eine Forschungsstation betreiben. Ob in naher Zukunft wirklich auch Menschen auf den Mars aufbrechen, ist unter Experten umstritten. Aus technischer Sicht, aus Ingenieurssicht, könnte man innerhalb der nächsten 15, 20 Jahre zum Mars fliegen. Allerdings, was immer so fehlt, ist so der politische Wille, das auch wirklich zu tun und dementsprechend dann auch die Finanzierung, das jetzt wirklich durchzuziehen. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahren sehen, dass wirklich Astronautinnen oder Astronauten aufbrechen zum Mars. Der Mars ist nicht wie der Mond, der permanent unter uns drumherum fliegt, sondern der Mars hat eine eigene Umlaufbahn um die Sonne. Und deshalb treffen wir ihn nur alle 2 Jahre. Und deshalb dauert eine Reise zum Mars und zurück 2 Jahre. Und das ist mit Blick auf Strahlung, mit Blick auf Technik und all diesen Fragen einfach zu schwierig und zu kompliziert, als dass man das jetzt wirklich angehen kann. Die große Frage ist, ob wir bereit sind, so viel Geld zu investieren. Aber ich bin hoffnungsvoll, sonst würde ich nicht daran arbeiten. Dann würde ich ja meine Zeit verschwenden. Eine Reise zum Mars ist eine so große Nummer, dass die ganze Welt zusammenarbeiten muss. Das werden nicht Amerikaner sein, es wird nicht ein Herr Musk sein, das wird nicht eine NASA sein, sondern das werden die amerikanischen, chinesischen, russischen, europäischen Raumfahrtorganisationen zusammen organisieren müssen. Das ist insofern eine gute Nachricht, weil wenn die das nämlich alle zusammen tun, dann heißt das, alle anderen Probleme auf der Welt haben wir soweit erstmal gelöst. Wenn mit der Raumfahrt genug Geld verdient werden kann, zum Beispiel durch den Abbau von Rohstoffen auf Asteroiden, werden sich auch die Finanzierungsfragen nicht mehr stellen. Dann werden sich die Grenzen weiter verschieben. Wir könnten zu Ceres oder anderen Asteroiden, den Jupitermonden, obwohl die Strahlung da ziemlich hoch ist, und weiter zum Saturn. Dann bis zum Kuipergürtel und ins äußere Sonnensystem. Wenn wir Treibstoffdepots einrichten, können wir mit Starship von einem Planeten oder Mond zum anderen durchs ganze Sonnensystem reisen. Das ist sicher Zukunftsmusik. Aber jede große Reise beginnt irgendwann mit einem kleinen Schritt. Fassen wir zum Schluss zusammen. Wir werden noch in diesem Jahrzehnt wieder zum Mond zurückkehren. Wir werden dort die Technologien ausprobieren, die wir brauchen, um zum ersten Mal bemannt zum Mars zu fliegen. Das wird wahrscheinlich in den 30er Jahren der Fall sein. Aber erst in den 40er Jahren werden wir dort wahrscheinlich eine permanente Forschungsstation haben, denn das ist nicht so ganz günstig. Aber ob nun 40er oder vielleicht erst 50er Jahre, das ist eigentlich schon fast nebensächlich angesichts der Tatsache, diese ersten Marsflüge werden mit Sicherheit in die Geschichtsbücher der Menschheit eingehen.